Willkommen aus Würzburg. Es ist jetzt 9:30 in der Früh und ich befinde mich hier in der Karmelitengasse. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Hinter mir geht es zur alten Mainbrücke und wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang in Richtung Marktgasse, heißt es, glaube ich. Das ist die Karmelitengasse oder Straße. Und hier in dieses kleine Gässchen wollte ich jetzt abbiegen. Die Marktgasse, genau, da gehen wir jetzt mal rein. So, nochmal ein Blick zurück. So, wir sind in der Marktgasse noch immer und kommen jetzt auf den Marktplatz. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie diese Kirche hier heißt, Marienkirche. Vielleicht. Das ist der Marktplatz von Würzburg. Jedes Mal, wenn ich hier unterwegs bin, sind irgendwelche Stände aufgebaut. Entweder irgendwelche Essensstände oder so wie heute werden irgendwelche Textilien angeboten oder Schmuck. Ich habe es noch nie erlebt, dass dieser Marktplatz frei ist, ohne Stände. Rechts geht's in die Schustergasse und da werden wir jetzt mal durchlaufen. Schön bunt hier alles durch diese Ballons oder Lampions, keine Ahnung wie die heißen. Kleine Läden links und rechts.
So, und jetzt sind wir auf der Straße, die die alte Mainbrücke, die sich da vorne befindet, verbindet mit dem Dom, mit dem Würzburger Dom. Der ist hier, auch vor uns jetzt. So, da ich kleine enge Gassen mag, gehe ich jetzt zurück, wieder durch die Schustergasse. So, dann haben wir hier den Schmalzmarkt. Links geht's wieder zurück zum Markt. Der Marienkirche vor uns. Und wir bleiben auf dem Schmalzmarkt. Und nähern uns einer weiteren Kirche, deren Namen ich jetzt leider nicht weiß, die aber sehr beeindruckend aussieht aus dieser Perspektive hier. So schaut die dann aus, diese Kirche. Und hier an der Seite sieht man die Turmspitzen des Würzburger Doms. So, wir drehen nochmal um. Und schauen uns mal die Blasiusgasse näher an. So, die mündet hier wieder auf den Markt. Jetzt sind wir wieder auf dem Markt und haben vor uns eines der schönsten Gebäude in Würzburg. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber es fällt auf durch seine Verzierungen. Vor uns nochmal die Marienkirche und der Markt. Und das ist dieses beeindruckende Gebäude hier.
So laufen wir in Richtung Markt wieder. Mir wäre es persönlich lieber gewesen, diese Stände wären nicht aufgebaut hier, damit man mehr sehen kann. Aber gut. Rechts kann man die Kirche sogar betreten. Können wir mal einen kurzen Blick hineinwerfen. Das ist die Marienkirche von innen. Schöne bunte Scheiben. Wir haben die Marienkirche verlassen und befinden uns wieder auf dem Markt und schauen, ob es noch ein paar interessante Straßen hier gibt. Am besten schöne enge Gässchen. Wie hier zum Beispiel. Aber da vorne sind wir vorhin schon mal durchgelaufen. Und dann drehen wir hier mal um und laufen in die andere Richtung. Hier nochmal ein Blick auf den Markt mit der Marienkirche. Und das hier ist das Rathaus. Der Eingang zum Rathaus. Wir laufen jetzt am Rathaus entlang in Richtung Alte Mainbrücke. Stadtcafé.
Ratskeller. Da vorne kommen wir wieder auf die Straße, die alte Mainbrücke mit dem Würzburger Dom verbindet. Die Domstraße. Und wir sind jetzt gerade durch die Langgasse gelaufen. So, hier rechts geht es zur alten Mainbrücke. Und hier vor uns kann man den Dom sehen. So, wir überqueren nochmal die Straße. Und an dieser Stelle möchte ich diesen Spaziergang beenden. Hier nochmal ein Blick auf das Rathaus. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.